Hallo zusammen, hier ist wieder Deutsche und ich wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Uns wollte ich heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein Toy, was wir uns im dritten Gebiet auf den Dracheninseln besorgen können. Und dazu bin ich schon einmal hier im azurblauen Gebirge und zwar hier im Lager Antonidas und da auf den Koordinaten 47, 40. Dort haben wir nämlich einen NPC und zwar ist es der Stibitz. Und der gibt uns eine kleine Questreihe. Diese Questreihe besteht aus drei bzw. zwei Quests. Ihr müsst diese Pre-Quest quasi nicht unbedingt machen. Die könnt ihr auslassen. Ihr könnt direkt bei ihm hier beginnen, bei Wege des Sehens. Da müssen wir insgesamt vier Runen anklicken, die hier im Lager verstreut sind. Und wenn wir das gemacht haben, gibt es dann die zweite Quest und zwar aus Nächstenliebe. Und da müssen wir mit einem Dude oben sprechen, der da auf dem Turm ist. Und sobald wir das erledigt haben, kriegen wir dann auch schon hier das Toy, das wir uns heute anschauen wollen. Das Toy schimpft sich einmal Kompendium der Liebe. Und was macht es? Schwelgt mit Divos Liebesliedern in Erinnerung. Keine Ahnung, wer Divos ist, aber vielleicht ist das der Dude oben auf dem Turm. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Ist aber auch nicht so wichtig fürs Toy. Ich würde sagen, wir lernen es einmal und schauen uns das Ding einmal an. Mounten wir vielleicht mal ab. Also, wo haben wir es denn? Kompendium der Liebe. Es wird gedrückt. Und ihr seht schon, wir haben ein Buch in der Hand, beziehungsweise es fliegt eher. Ach, da tanzen auch noch. Da tanzen irgendwie so Elfen noch drauf, oder was? Es schlägt um und es tanzen Elfen drauf. Ja, cool, das habe ich jetzt am Anfang gar nicht gesehen. Und es sprühen so Melodien um mich herum. Sieht ganz cool aus, tatsächlich. Größere Nutzen hat es natürlich wie die meisten Toys keinen, aber ist natürlich wieder eins mehr in der Sammlung. Und ja, damit sind wir schon durch. Könnt ihr euch relativ schnell holen. Ist hier eine Sidequest, also keine Kampagnenquest. Vielleicht hat es der ein oder andere übersehen. Und ja, jetzt könnt ihr es euch einmal nachfahren. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.